Vor allem, wo ist hier ein Rotrock, ey? Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Ich schaffe es, ich schaffe es. Ja, ich hab's geschafft. Im dritten Anlauf, sehr geil. Oh, ich bin so gut. Nee, will ich nicht. Weg mit euch auf. Kacke. Rauchbombe. Und weg, Connor. Lauf, 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 lauf. So, wir müssen hier hoch. Ach, Schnauze, zu langsam. Ich bin schneller als ihr alle 500 zusammen, ey. Seht ihr doch. So. Limit für eliminierte Rotröcke 4. Pitcairn per Luftattentat töten. John Pitcairn, Alex, aktualisiert. So, wir schleichen uns hier rein. Und wir schauen erstmal, wie wir vielleicht irgendwo auf den Baum kommen könnten. Sehen? Nein, sehr gut. Ah, scheiß drauf. Ah, jetzt kommen wir da nicht mal hoch. Shit. Gut. Dann bringen wir John Pitcairn einfach so um. Und ja, komm schon, solange auf dem Boden liegt, Connor. Solange auf dem Boden liegt. Ach, verdammte Axt. Oh, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Gut, wir müssen jetzt hier erstmal... Giftpfeile sind langweilig. Wir müssen die Pistole nehmen. Komm schon. Greif an, du Penner! Oh, wir sind kurz vor Ende mit der Energie. Shit. Einfach nur kontern. Einfach nur kontern. Gut, 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 gut. Shit. Kurz nachladen. Hallo, ich hab doch nachgeladen. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Weg mit dir. Und mit dir auch, komm schon. Nein! Shit! Verdammt nochmal! Verdammt! Das ist doch zum Kotzen. So, jetzt müssen wir irgendwie auf den Baum hochkommen. So, hier können wir wahrscheinlich hoch. Nur kommen wir weiter, ist die andere Frage. Ja. Na super, die war jetzt mal voll für den Arsch. So. Und untertauch. Tauch unter, Connor. So, schlafe in Ruhe. Schlafe in Ruhe, was ist das für ein Deutsch, ey? Ruhe in Frieden. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall nach da oben kommen, am besten. Ja, von hier rechts. Das müssten wir ja hinbekommen.
ohne dass wir auffallen. Genau, so, wunderbar. Ja, steh da ein bisschen rum, junger Mann. Oh, shit. La la la. Hier ist keiner. Verschwinde. Das war nur eine Ratte. Geht schon. Geh weg, geh weg, geh weg, du böser Junge. Geh weg, du böser Junge. Genau, halt dein Röckchen fest und geh weg. So. Jetzt können wir John Pitcairn. Pitcairn? Ja. Mittels Adler. Eines Adlersprunges. Töten. Und weg mit dir, junger Mann. Er ist hinüber, John Pitcairn. Ist tot. Der zweite Templer auf unserer Liste. Warum hast du das getan? Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum sie und nicht die Rotröcke? Glaubst du, wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du führst deine Klinge wie ein Mann, aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Da hat er wohl leider recht. Und weg mit uns. Erstmal ein Komm. Ja, wir sind schon ein Komm, wunderbar. Aber sehr viele sind gestorben. Sehr viele gute Männer. Wie kannst du nicht so an mich ranschleichen? Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut, so schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren und zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boston ist weit wichtig. Das stimmt. Es gibt ein größeres Problem. Wie meinst du das? Lies den Brief. Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Die Schlacht um Bunker Hill. Das weiß in den Augen. Und wir haben Sequenz 7 beendet. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 7 beendet. Ja, das ist doch mal ein sehr gutes Ende. Oder auch nicht. Meine Feinde sind hartnäckig. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zu Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt, ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten. Und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln. In etwas Kaltes und Geordnetes. In etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten. Auf dass sein Traum wahr wird. Und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe,
desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Das stimmt. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zerschlagen. Keine Bedrohung für sie. Sie kennen all die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Sequenz 8. Devport-Siedlung. 1776. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht. Und gib den Umhang zurück. Oh, was haben wir denn da? Und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden deine Worte vielleicht wahr. Wo er recht hat, hat er recht. Brauchst nicht so eine Gosch ziehen, Connor. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander in Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. Die Stadt, die niemals schläft. Aber wir werden jetzt erstmal den Animus verlassen. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Hallo? Start. So. Animus verlassen. Bevor wir in die Stadt gehen, die niemals schläft, gehen wir wieder in die Realität und lesen unsere E-Mails. Denn dort ist auch noch was Interessantes wahrscheinlich. Interagieren. Willkommen, Desmond. Erneute Nachrichten. Wie viele neue E-Mails haben wir denn? Oh, what the? Was sind das für E-Mails? Lesen wir uns die mal durch. Grützel, hallo? Hallo? Es funktioniert. Ich sollte nicht so überrascht sein. Elektrische Impulse bewegen sich von einem Pfad auf den einen anderen. Du nennst sie Netzwerk. Unsere Worte dafür war eher sowas wie Straße. Es ist immer noch schwer, einen Gedanken von einem Medium auf einen anderen zu übertragen. Und doch, es geht, es geht, es geht. Jetzt kriege ich auch noch eine E-Mail. Hier, Sean Hastings, Hastings Kling, bla, nee, uninteressant. 0100101100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 1
Es ist ein Zeichen von Güte, nicht Grausamkeit. Ob du das je verstehen wirst. Ob du das je verstehen wirst? Deine Feinde tun es bereits, aber... Tun es bereits. Oh, ohne Punkt und Komma, das ist abartig. Das kann man doch fast nicht lesen. Aber sie sind dennoch gleicheren Ursprungs. Ihr Konzept ist fehlerhaft. Sie sind nicht würdig. Ihr seid alle nicht würdig, unsere Gabe zu empfangen. Ne, Narren, bla, hier. Von wem? 001 an Sean. Lass ihn in Ruhe. Du solltest dich nicht in Dinge einmischen, die dich nichts angehen. Interessant. Besucher, Juno, warte. Alle, die Besuch von Juno, eine E-Mail scheinbar auch, und E-Mail scheinbar auch, haben mich auf den Gedanken gebracht. Oh, hätte ich da... Nee. Was ist mit Tinia und Minerva passiert? Jupiter und Minerva. Ja. Sie sind doch die uns diese kleinen Apokalypsen eingeladen, die uns zu dieser kleinen Apokalypse eingeladen haben, und jetzt haben sie sich verdrückt? Schon ungünstig und verdammt unhöflich. Ich werde da später mal etwas herumstochern. Vielleicht lässt sich an irgendwelchen Spuren erkennen, was mit denen passiert ist. Sean sucht bla. Warum zögerst du? Wenn du den Schlüssel nicht rechtzeitig findest, wird die gesamte Welt untergehen und du mit ihr. Und dennoch nimmst du dir Zeit zum Reden oder zum Ausruhen. Ruhen kannst du, wenn du deine Arbeit erledigt hast. Vielleicht scheine ich dir etwas aggressiv. Vielleicht würdest du gerne gebeten werden und keine Befehle erhalten. Aber ich habe Angst, dass du es nicht rechtzeitig schaffst. Und dann sind wir alle verloren. Oh mein Gott, wer schreibt denn diese E-Mails? Und mit so viel Text. Ja. Gut. Ich weiß, ihr haltet mich für bescheuert. Aber ich habe den Eindruck, dass uns jemand beobachtet. Wir werden beobachtet. Von Juno. Oder einer Form von ihr. Glaubst du, es sind Aufnahmen? Oder ist es ein Geist? Oder irgendetwas anderes? Spricht sie mit uns, wie Minerva mit Ezio sprach? Das wissen wir leider nicht. Keine Ahnung. Wer weiß, woran die hier unten noch gearbeitet haben. Es gibt so viele Räume, die wir noch nicht betreten können. Das stimmt. Aber glaubst du, sie ist wirklich da unten? Und wartet, irgendwo, lebendig? Noch am Leben? Das ist lächerlich. Das hieße ja, sie wäre mindestens 75, 80.000 Jahre alt. Die war mächtig, klar, aber nicht so mächtig. Hast du eine Ahnung, Sean? Gut, aber wie es weitergeht in New York und mit Desmond Miles, sehen wir in einer nächsten Aufnahme von Let's Play Assassin's Creed 3. Tschüssi!